für die Mengentonhäger war sicher der Besuch vom Tonstudio Sinus in Bern. Dort, wo Leute wie Paulo Hofer, Andreas Vollenweider und viele andere Berühmtheiten ihre Platten haben aufgenommen. Der Peter J. McTaggart hat uns durch die 24-spurige Wunderwelt geführt. Ich zeige euch ein Band, einfach so ein Beispiel. Jetzt lang, 24 Spuren. Nachdem ich habe einen Bergtour gemacht, da sind offen vor der Hütte. So viel Knöpfe. Was sagt der Tonmeister? Man schaut besser, dass das schon beim Mikrofon stimmt. Dass man nicht zu viel muss entzerren, weil die Equalizer, die zerstören die Phasenfigur. Je weniger man entzerrt, desto besser. Das ist auch so eine alte Weisheit. Generell, man muss einfach wissen, was man will. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man lernen, es möglichst schnell so zu machen, was man will hören. Aber man muss zuerst wissen, was man will hören. Ich muss immer wiederholen, dass es wenig um die Technik geht. Die Technik soll unmerklich sein. Der arme Künstler soll nicht frustriert werden durch zu lange Suchereien auf dem Band und zu lange Ansagen und zu lange irgendwelche technischen Troubles, sondern wenn er will jetzt spielen, dann muss das Rotlicht nachgehen. Weil die müssen schon was kennen, ich kann hier nichts machen. Ich bin Processing und sie sind Creating. Oder sie machen die Musik und ich bearbeite sie. Und wenn die das nicht machen, kann ich es auch nicht machen. Wissen Sie, ich kann noch so gut aufnehmen, das nützt nichts. Schlechte Musik können sie noch so gut aufnehmen, das wird nichts. Gute Musik können sie auch schlecht aufnehmen. Egal, oder? Das ist einfach jetzt mal, muss die Hierarchie ein bisschen sehen, was ist wichtiger. Hat man geschwollen, dass es nie so war. Und immer, wenn ich die Berge sehe.